Wir sind bei Anschütz, dem Navigationshaus in Kiel in der Wiek und stehen vor dem Kontrollzentrum im Captain-Projekt, um die Wavelab hier zu steuern. Das Kontrollzentrum ist fast wie eine kleine Brücke. Dort sieht man die Videostreams von der Wavelab live, sowohl da mal voraus, achtern. Wir haben sämtliche Navigationssysteme, Conning, Radar und ECDIS im Eingriff und können vor allem das Schiff steuern. Das Kontrollzentrum ist ein super wichtiges Element im Bereich autonomer Schifffahrt. Im Rahmen vom Fachkräftemangel, was auch die alle Schiffsführer betrifft, will man zukünftig die Schiffe überwachen können von einem Kontrollzentrum. Das spart Personal an Bord und will sie auch dann steuern können.